Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Roos. Wir spielen weiter in unserer normalen Kampagne und mal gucken, was wir heute so erledigen müssen. Das war's. Und dennoch stimmt etwas nicht. Wir sollten uns mit den Gefangenen unterhalten. Laut Informationen der Gefangenen sind es tatsächlich italienische Truppen. Na, ich dachte, die wären erledigt. Die reguläre Armee, ja. Aber das sind faschistische Milizen mit deutschen Waffen. Und es kommen noch mehr. Laut Weatherbys Plan sollten wir nur auf Deutsche treffen. Und die Deutschen befinden sich angeblich hinter der Barbara-Linie. Aber wir registrieren sehr viel Funkverkehr. Verdammt, das ist überhaupt nicht gut. Okay, rechnen wir mit einem italienischen Angriff. Campbell, finden Sie heraus, was Sie vorhaben. Und ich sage Weatherby, dass sein genialer Plan geplatzt ist. Sofort, Sir. Kowalski! Ich will mit Weatherbys Schiff sprechen. Kommt nicht in Frage. Operation Sintflut verläuft wie geplant. Halten Sie in jedem Fall die Stellung. Haben Sie das verstanden? Schwachsinn! Sir, im Norden sammeln sich weitere italienische Panzer. Was zum Teufel geht hier vor? Nördliche Flanke sichern. So, gucken wir doch mal, wie ging denn das jetzt alles wieder? Ich habe schon wieder den Rest vergessen. Das meiste. Bauen müssen wir jetzt meiner Meinung nach nichts. Was steht denn hier? Wälder sind gute Spionagestellungen. Oh ja, das sind sie. Das sollen wir sichern. Zieht euch mal darüber. Oh, nein, doch nicht. Einer bleibt hier. Und zwei gehen darüber. Nee, das sind drei. Italienische Aufklärer sein. Um die sollten wir uns zuerst kümmern. Oh ja. Wo ist denn das Auto von uns? Da. Schießen! So, die Panzer da hinten scheinen nicht zu kommen. Das ist gut, dass die nicht kommen. Und diesen 2 gegen 1 hier, das ist also ziemlich einfach. Das Dorf ist sicher nicht verlassen. Nein, natürlich ist es nicht verlassen. Was denkt ihr denn? So. Hier hin. Was steht denn hier so? 4 Panzer, 5 Panzer. Alter, was fahren die denn hier auf? Wir sollen das Ding hier einfach nur sichern, wenn ich das richtig verstehe. Dann gehen wir einfach mal hier in den Wald. Die hier bin ich mir nicht sicher, ob wir die jetzt auch, ja, gut, Spionage. Das müsste ja eigentlich mit dem kleinen Auto hier passieren. Unbewaffneter Aufklärer. Ja, komm, dann stellen wir den mal hier hinten hin. Fahr! Und die hier sichern einfach mal das hier. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was es uns jetzt bringen soll. Achso, ja, wir decken jetzt einfach nur den Shit auf hier. Okay, das wissen wir auch schon, was das ist. Und nun? Dürfen wir jetzt angreifen oder was? Ich traue mich, um ehrlich zu sein, nicht. Jetzt sind wir gleich tot, ich sehe es schon. Komm, das schaffen wir. Lauft! Ja, komm. Ja, ja, nein! Nein, komm, 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 go, 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 go! Gut. So, dann wieder alle hier rein. Ihr bleibt schön da stehen. Nördliche Flanke sichern. Ja, die nördliche Flanke ist gesichert. Ich denke, dann sollen wir hierhin vorrücken und die alle fertig machen, wenn ich das richtig verstehe. Und dann noch irgendwie die hier fertig machen. Aber da bin ich mir nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Ich hoffe, das funktioniert mit den zwei Truppen. Wenn nicht, dann sind wir jetzt schon wieder am Arsch. Ja doch, es scheint zu funktionieren. What? Ja, gut. Wieder, hier, erholt euch mal wieder. Wir müssen die alle fetzen.
sind ja wohl voll auf dem Rückzug. Ja, der ist auch down. Komm schon, die treffen wir jetzt auch noch. Was ist denn das? Achso, das ist hier noch ein Panzer. Gut. Den haben wir auch. Sehr schön. Und wir ziehen uns hier zurück. Kriegen wir die jetzt auch irgendwie down? Nachschubdepot ist fast leer. Dann müssten wir... Wie es aussieht, dann... Nachschubdepot ist das da. Sollen wir hier etwa jetzt noch ein paar Truppen machen? Kaserne haben wir. Ja komm, dann machen wir am besten noch drei von den Truppen. Das sieht dann ganz fresh aus hier. Kaserne macht das alles. Und ich wüsste jetzt gerne, wie es weitergehen soll. Denn hier ist ziemlich langweilig. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal dorthin und ziehen die mit hier hoch. Und die am besten auch. Und ihr greift bitte nicht an. Sobald ihr angreift, seid ihr so ziemlich tot. Es sind nämlich ca. 3000 mal so viel wie ihr. Die stellen sich da oben schon so hin. Das sieht nicht gut aus für unsere Truppen. Ja, und sie natürlich wieder voll über die Straße. Sehr toll. Wie ich erwartet hatte. Die Italiener bereiten tatsächlich Hinterhalte in den Städten vor. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Ich das richtig... Oh, fuck. Go, go, go! Greift an, hier! Alles! Alles tot, Mann! Ja, die kommen doch nicht weg! Jetzt leg die um hier! Ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Ich glaube, ja, ich habe das voll und ganz falsch verstanden. Ich habe gedacht, es ist schon unser, wir müssen das verteidigen. Aber das war nicht der Fall. Panzer versuchen die Stadt zurückzuerobern. Oh nein! Jetzt können sie diesen Ort für einen Hinterhalt nutzen. Städte und Dörfer sind dafür ideal geeignet. Da sind drei jetzt drin. Sehr gut, Joe. Die wären wir fürs Erste los. Hä? Wie sind wir los? Ach, die, die wir schon tot gemacht haben vorhin. Colonel, und die rücken jetzt vor. Sehr schön. Weatherby hat gerade seine Landung gestartet. Weatherby. Wir registrieren erhöhten Funkverkehr. Ich befürchte, ein Angriff auf unseren gesamten Abschnitt steht bevor. Dekodierung. Das hier. Jawohl, wir entschlüsseln umgehend die feindlichen Signale. Colonel, wir brauchen dringend ein paar Lageinformationen. Entweder durch einen Spion oder die Dechiffrierung ihrer Kommunikation. Haben wir doch schon, haben wir doch schon. Ganz, ganz langsam. Bleib bitte im Wald stehen, bleib bitte im Wald stehen, bleib bitte im Wald stehen. Das war ja easy popeasy. Geht er mal von der Straße runter, geht er auch mal hier rein? Hit steht noch welche. Gerne. Sie greifen uns auch auf der linken Flanke an. Ja gut. Nee, hier dann die hin und die hier dahin und die hier dann auch dahin. Das Auto bleibt hier stehen. Das deckt schön alles auf, was es kriegen kann. Einheit nähert sich dem Feind. Schießen! Ja super, jetzt gehen die hier zurück, oder wie? Mach die platt! Und zwar alle! Ja, das ging noch schnell jetzt hier. Das war doch mal richtig toll. Zack, und weg ist er. Vernichtet der versteckten Infanterie. 2 von 3. Also einen haben wir noch. Verteidigen. Was sollen wir denn verteidigen genau? Ach, das Ding hier. Jut. Oh, die haben unser...
Heute sind wir wieder sehr schlau. Macht es tot! Ja, das war auch easy. Ich würde sagen, wir bauen hier wieder so Nachschubdepot, genau, und zwar... Aber wir können gerade nicht, gut. Dann lassen wir das. Oh fuck, zurückziehen, zurückziehen! Haut ab, haut ab, haut ab! Gut, ihr alle, ihr alle, ihr alle! Stellungen sind sicher. Das überleben wir nicht, das überleben wir nicht, das überleben wir nicht, das überleben wir nicht, das überleben wir nicht. Alter, die laufen einfach nicht. Die laufen einfach nicht. Lauf doch in den Wald, du Arsch! So. Jetzt machen wir die mal fertig hier. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Mach den wieder weg. Haben wir hier Nummer 3. Sehr gut. Schlechte Nachrichten, Sheridan. Ein paar ungeladene Gäste. Auf der linken Flanke nähern sich Panzer. Oh, aber wie viele? Und zwar eine Menge. Wir brauchen Luftunterstützung, um sie abzuwehren. Ja. Den deutschen Angriff zurückschlagen. So, unsere Spione warten auf Befehle, um die nahegelegenen Einheiten zu identifizieren. Alle hier rein. Alle hier rein. Spione wollt ihr haben, die kriegt er natürlich. Und zwar hier hin. What? Wie viele? Verflucht. Das sind viel mehr Panzer als möglich. Die können nicht alle echt sein. Wie? Die können nicht alle echt sein. Das wollt ihr mich da jetzt verarschen, oder? Und jetzt da die? Die müssen wir natürlich auch noch irgendwie ausschalten. Ich guck mal jetzt, ob wir vielleicht jetzt ein Depot bauen können. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja gut, dann bauen wir das halt eben da hinten dahin. Da ist noch jemand drin, ne? Gut, dann gehen die jetzt mal ganz schnell darüber. Aber ganz schnell jetzt! Nee, 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 doch nicht, doch nicht, doch nicht. So, bauen wir hier nochmal 3. Also das könnte jetzt gerade richtig spannend werden, wie ich das sehe. Unser Spion hat den Sektor verlassen. Die Rekrutierung läuft. Unser Spion hat den Sektor verlassen. Sehr gut. Jetzt von 3 Seiten, das könnte spannend werden. Und drauf. Gut. Ah, nee, 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 nee. Hier alle in den Wald, alle in den Wald, alle in den Wald. Das sind zweifellos nur Köder, Colonel. Aber was haben Sie vor? Nur ruhig, Sommer. Die haben uns eben reingelegt. Der Angriff war nur eine Ablenkung, Colonel. Warum hat er Attrappen eingesetzt? Frage ich mich aber auch. Er steckt voller Überraschungen. Er spielt mit uns. Aufpassen, Sie kommen auch von rechts. Oh ja. Sie meinen es ernst. Wie wär's, wenn wir die jetzt mal erledigen hier? Ich glaube nämlich, die wollen uns gerade mega einheizen. Und nicht nur mega, sondern mega mega. Mega ist mega. Dagegen haben sie aber leider keine Chance. Das hier sind sowieso die richtigen, das sehe ich. Die wollen uns richtig. So, wie machen wir das? Die hier greifen noch die hier an, machen die zu Schrott. Und da machen wir nochmal 3, denn die machen jetzt die hier unten fertig. Oh, was? Weißt du, vorher müssen sie nicht raus, oder wie? Aber jetzt auf einmal müssen sie raus. Verarsch mich doch nicht. Sheridan. Die Deutschen konnten nicht durchbrechen.
So, jetzt müssen wir hier das fertig machen noch. Hier unten in den Wald bitte, 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 hier unten in den Wald. Nein, die sind so langsam, scheiße. Machen wir nochmal ein paar. Ein paar Triplicans. Die hier könnten noch hier oben. Was? Die sind tot! Alter, jetzt wird's aber hier richtig stressig, mal. Jetzt macht er die mal kaputt hier! Das ist gerade irgendwie scheiße, was hier gerade abgeht. Aber wir gucken mal in der nächsten Runde weiter, ob wir das hier schaffen werden, denn im Moment sieht es ja sehr nach eher nicht aus. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag und sage bis morgen, wenn wir wieder Rouge spielen. Auf Wiedersehen.